Willkommen zu unserem ersten Video im Jahr 2022 mit vielen Neuigkeiten und die erste Überraschung seht ihr jetzt. Wir haben ein neues Design und ein neues Intro. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das neue Intro findet. Ich warne euch schon mal vor, heute ist es extrem windig. Wir haben zwar immer wieder Sonne, aber es ist mega kalt und windig. Wir halten uns einfach im windgeschützten Bereich auf. Ich hoffe, der Ton ist nicht zu arg betroffen davon. Wir gehen einfach mal hinter, schauen den Rasen an, wie er es überlebt hat. Wir haben jetzt Anfang Februar und da wird die ein oder andere Überraschung kommen. Ja, wundert euch nicht, wenn es hier etwas nach Baustelle aussieht. Ich bekomme eine neue Wärmepumpe oder ich mache eine neue Wärmepumpe rein. Das hat mehrere Hintergründe. Zum einen mal ist das Teil, steht einfach falsch und ich kann davor nichts hinmachen. Und zum anderen, ich habe ja eine PV drauf machen lassen und diese Photovoltaik wird auch dieses Jahr noch erweitert. Ich mache mein ganzes Dach voll und an alle Kritiker, ja, ihr habt recht, ich hätte von Anfang an das Dach voll machen sollen. Und ich mache es ja jetzt nach, es kommt noch drauf und deswegen kommt auch eine neue Wärmepumpe rein, weil meine bisherige Wärmepumpe mit dem PV-Strom eigentlich nichts anfangen können hat. Und deswegen mache ich jetzt eine rein von der Firma IDM und die sind da richtig führend in dem Bereich PV-Strom und Wärmepumpe. Die Kombination, die arbeiten richtig gut zusammen, vor allem auch 2 Tage im Voraus, also Wetterprognose basiert im Voraus. Hat mich echt überzeugt und ich hoffe, sie ist gut. Ich hoffe, sie ist dann auch leiser. Das, was man so hört, soll sie relativ leise sein. Und ja, sie ist relativ teuer. IDM ist einer der sehr noblen und hochpreisigen Hersteller. Aber ich muss sagen, das, was ich bisher sehen konnte, Qualität, richtig cool. Alles made in Österreich oder made in Germany, richtig coole Sache. Aber genug geredet von der Wärmepumpe. Wenn es euch interessiert oder wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Und wenn es euch mal interessiert, können wir auch gerne mal ein Mittwochsvideo darüber bringen. Jetzt schauen wir uns auf jeden Fall mal den Rasen an. Ja, das ist mein Rasen. In der Sonne sieht er echt gut aus. Es sieht auch so ganz gut aus. Also ich habe keine Lücken oder irgendwie groß Fehlstellen oder Probleme oder Krankheiten. Alles gut. So typisch Supina halt, gelb und sieht nicht allzu schön aus. Supina halt, was soll man machen? Ich habe jedoch eine kleine Problemstelle, die ist hier hinten im Spielturmbereich. Natürlich ist die Belastung auch im Winter hier durch die Kinder extrem groß. Und zum anderen habe ich hier im Herbst einfach ihm, ich habe ihm zu viel zugemutet. Ich habe hier extrem gelüftet, extrem nachgesät, auch zu viel nachgesät. Das war ein Fehler. War aber nicht meine Schuld. Ich schiebe es jetzt einfach mal auf meine kleine Tochter. Sie wollte mir helfen und hat ordentlich Samen drauf. Und sie fand es halt witzig, wenn man das Ganze so verteilt. Auf jeden Fall habe ich hier definitiv zu viel Samen drauf und jetzt entsteht ein Konkurrenzkampf. Und deswegen ist er hier sehr lichte und da hoffe ich einfach, dass er im Frühjahr wieder gut wird und besser wird. Ja, ansonsten, was haben wir dieses Jahr geplant? Was haben wir dieses Jahr vor? Ich sag mal so, wir werden wieder auf Tour gehen. Wir werden 1, 2 Firmen besuchen. Da werden richtig coole Videos kommen. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Das wird richtig cool. Wann das sein wird, können wir noch nicht sagen. Wir denken so April, Mai, vielleicht auch Juni. Schauen wir mal. Und wir werden zudem hier auf diesem Bereich, wo ich jetzt gerade stehe, werden wir dieses Jahr einen neuen Dünger testen und werden einen richtig detaillierten Vergleichstest bringen. Diese Fläche am Spielturm wird gedüngt, wie immer auch, also mit unserem Spring, Pro Greens und mit dem High K. Und diese Fläche davon ebenso. Und diese Fläche, wo ich hier stehe, ziemlich genau 100 Quadratmeter, kommt ein neuer Dünger ins Spiel. Wir wollen einfach schauen, wie entwickelt sich der Rasen. Das geht das ganze Jahr über.
Das wird ein organisch-mineralischer Dünger werden, auf rein pflanzlicher Basis. Und wir schauen natürlich, wie verhält sich das Gras, haben wir ein Stoßwachstum und. Da wird aber noch ein separates Video kommen, was für ein Dünger das ist und vor allem, was wir da alles testen. Ja, ansonsten, wie gesagt, große Schäden habe ich nicht. Ich stelle mich jetzt nur mal da hinten hin. Ich glaube, der Wind ist relativ stark für das Mikro. So, windgeschützter Bereich. Hier etwas an die Sträucher und Bäume hin. Ja, dieser Bereich hier, der sieht generell vom Rasen immer schöner und besser aus, weil die Sonne wird reflektiert von der Hauswand, die Wärme wird reflektiert und dadurch ist auch dieser Bereich von der Vegetation immer weiter. Wir sind aktuell bei um die 60 Grad Temperatursumme, also ich muss noch etwas warten, bis ich düngen darf, bis ich düngen kann und somit werdet ihr auch in nächster Zeit keine Videos sehen, die hier richtig die draußen sind, sondern die drin sind in meinem Büro. Denn wir haben uns was richtig Cooles einfallen lassen. Wir sind nicht auf der faulen Haut gesessen über Weihnachten und Neujahr, sondern wir haben hart gearbeitet und haben einen Dünge- und Pflegeplan entwickelt. Und das nicht nur einer, sondern insgesamt 5 verschiedene. Wir haben ein Pflege- und Düngeplan entwickelt bzw. erstellt, ein Perfect Green Basic, ein Professional und ein High-End. Dazu wird jeweils ein Video kommen mit Erklärung, alles drum und dran und somit ist für jeden was dabei, vom Einsteiger bis hin zum, ich nenne es jetzt mal, Semi-Profi oder auch welche, die wirklich schon jahrelange Erfahrung in der Rasenpflege haben und einfach auch mein Geheimnis wissen möchten bzw. meine Pflegemaßnahme wissen möchten, denn der High-End bezieht sich auf meine persönliche Pflegemaßnahme, was ich mache. Wie gesagt, werden da 3 Videos kommen und insgesamt gibt es 5 Düngepläne, weil es gibt noch eine Supina Edition in der Professional- und High-End-Version und ich finde, es sieht halt schon richtig cool aus. Das hat Alex richtig gut gemacht und das Technische kam dann von mir. Seid gespannt, wie gesagt, die nächsten Videos werden über Dünge- und Pflegepläne sein, weil wir müssen eine Zeit überbrücken von ca. 4 bis 6 Wochen, in der wir kein Video drehen können, was live, also live ist, aktuell ist. Wir müssen Videos vorproduzieren, denn ich werde Ende Februar werde ich operiert. Nichts Schlimmes, keine Angst. Und zwar, ich bekomme immer schlecht Luft und aus dem Grund werde ich die Nase etwas richten lassen innen drin, damit ich dementsprechend besser Luft bekomme. Und dann, so sagt der Arzt, sehe ich halt 4 bis 6 Wochen grün und blau aus und dann möchte ich nicht wirklich vor der Kamera sein. Aber vielleicht poste ich mal ein Bild auf Instagram. Also für alle, die es interessiert, schaut einfach mal bei Instagram rein. Okay, dann würde ich einfach sagen, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Wenn Fragen sind, in die Kommentare. Freut euch auf die Düngepläne, wird richtig cool. Freut euch generell auf die neue Rasensaison im Jahr 2022. Wie gesagt, werden coole Aktionen kommen. Mehr verraten wir noch nicht. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.